Jo, das heißt, für uns müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Alter Shit, hier gibt's neue Items. Willkommen in Harry. Ach so, Harrys Laden sind wir. Boah, super. Boah, sind die teuer. Donnerzorn, Schwirrwarr, Felsmütze. Ach, hier waren wir noch gar nicht, glaube ich, oder? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Ja. Nein, hier muss. Das waren Kinder, gell? Alter. Yeah! Sie haben mich! Komm schon, Robin, reiß dich zusammen, steh auf! Wir müssen Robin rächen! Ohne Bösewicht zu wissen. Das ist nicht dasselbe. Mario, du hast doch gerade nichts zu tun. Willst du für uns den bösen König Bowser spielen? Würde ich gerne. So kann ich das nicht. Okay, was ist denn hier los? Es ist so ruhig. Es ist schon fast ein bisschen unangenehm. Ich vermisse den Trubel, der hierher geherrscht hat, als wir hierher gekommen sind. Oh, hi Mario. Danke, dass du mich besuchen kommst. Es ist so ruhig hier. Ich fühle mich schon ziemlich gelangweilt. Ich weiß, ich bin gerade erst hergezogen, aber ich wünschte, ich wäre an einen beliebteren Ort gezogen. Wohin willst du sonst ziehen, außer in deine Stadt? Willst du mich verarschen? Ich kann Prinzessin Peach führen. Vielleicht würde das Abwechslung bringen. Ich habe ein Gerücht über die finstere Villa tief im Innen. Helmer, wer bald gehört. Aber ich glaube es nicht. Niemand hat sie je gesehen. Es muss wohl eine Lüge sein. Von was spricht er denn wohl? Wir wissen es nicht. Wissen wir das tatsächlich? Ich habe keine Ahnung. Ach so, stimmt. Mario weiß ja noch nicht Bescheid. Ja, ich wollte mal kurz wissen, was hier ist. Alter, hier ist Wasser. Wir können sparen. Wir können. Ich wusste gar nicht, dass Toadtown so groß ist. Halt still, verflixt nochmal. An den Hack mit dir. Tut auch gar nicht weh, du elender kleiner Zabler. Jetzt reicht's aber, ja? Ich werde nicht der Köder sein. Nimm deine Pfoten weg. Fort jetzt. Okay, ja. Die kleinen Tod sprechen wir nicht an. Alter, was ist das für einer? Der sieht echt spooky aus. Seit Bowser den Palast aus der Erde gerissen hat, haben wir so gut wie keine Kunden mehr gehabt. Die Leute geben sich viel Mühe, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber im Grunde sind sie schrecklich besorgt. Da kann ich schon vergnügen, wenn man traurig ist. Tja, das ist der Geschäftsmann. Achso, das ist der Barkeeper. Ich bin Simon und ich reime. Ein Meister bin ich, auch wenn ich schleime. Die Popdiva kann nicht mehr singen. Wem soll ich meine Texte bringen? Wenn meine Texte richtig rocken, lässt sich die Diva nicht mehr schocken. Doch leider bringe ich nichts zustande. Ich bin schon außer Rand und Bande. Und das ist wirklich ein Malheur. Wir sehen uns, Herr Installateur. Hi, ich bin Chanterelle. Bin bekannt als die Popdiva von Top. Ich konnte jeden Song perfekt interpretieren. Jede einzelne Note war ein Meisterwerk. Aber diese Zeiten sind vorüber. Vielleicht für immer. Der Anblick des Pilzpalastes, wie er hoch in den Himmel flog, war so ein Schock. Ich kann seitdem nicht mehr singen. Und jetzt bin ich eine Popdiva, die nicht mehr singen kann. Welch grausame Ironie des Schicksals. Was? Was labert die für einen Kaber? Ja, das ist das Problem. Keine Lust mehr. Ah, okay. Hier geht's später weiter. Mit einem Boot oder so. Garantiert. Ha?
Was? Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger. Ja, schau, ich muss dir nicht mal zuhören und ich weiß, wie du denkst. Oder Frührentner. Ja, Frührentner hast du auch gesagt. Tatsächlich. Also hier geht's mal zu einem weiteren Abenteuer. Ja, ja, wir brauchen 7 Sterne. Jo. So. Dieser Penner, der uns verzaubert hat. Shit, hätte ich das gewusst. Ja, dass wir... Ja, wenn wir dann auf die Fresse bekommen und 5 Leben abgezogen bekommen, dann wiederholen wir nochmal deine Worte. Was für ein wunderschöner Tag. Der Sonnenschein ergießt sich über uns vom Himmel. Alles ist schön und friedlich. Wenn ich es mir genau überlege, war es gestern und vorgestern auch sehr schön. Will ich mir das nur ein oder ändert sich das Wetter in dieser Stadt? Ah, ich glaube, ich bilde mir das nur ein. Ja, es gibt hier angeblich einen Blumengarten. Den würde ich gerne mal sehen. Wir haben nämlich 2 Zaubersamen, die wir noch einpflanzen müssen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da ging's nicht. Ja. Das ist aber auch... Alter, haben wir jetzt viele. Oh, doppelter Schaden. Mehr Schaden verursachen wir jetzt. Ich glaube, das... Ups. Bringt aber schon was. Ja, ich spiele zum ersten Mal jetzt hier gerade wieder. Egal. Ich spiele zum ersten Mal, hallo. Seit 1,5 Stunden spielst du, falls du noch nicht gemerkt hast. Ich habe Peeps gespielt, die sind nicht mal wert. Get davor. Ja, haben sie ehrlich gesagt. Oh Gott, wo ist... Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wir kriegen doch nichts mehr dafür. Wir haben 3 Münzen verloren. Oh mein Gott. Ja, das... Bist du blind oder was? Du bist blind. Wo sind wir hier? Das war alles geplant. Ach so, wir brauchen... Papa, Doppel-O. Ja. Nein. Soße sagst du auch nicht, Soße, oder? Oder sagst du schnell, schnell? Schnell. So. Wir sind in Kopperheim. Yeah. Ah, sehr gut. Wir sind jetzt hier sogar richtig. Die Bob-Bombs haben sie es hier gemütlich gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Die explodieren halt. Wie stehen die Dinge, Mario? Ich hoffe, es läuft alles glatt. Hey, ich dachte, der hält sich in der Nähe von dem Heim auf. Bitte gib dein Bestes, Mario. Dann werde ich es auch tun. Endlich haben wir einen neuen Panzer zugelegt. Was denkst du? Findest du nicht auch, dass er ganz lack die Oberflächenstruktur viel besser zur Geltung bringt? Panzer mit Glanzlack, alles klar. Ah, der Chiller. Ja, ich liebe diesen Song. Er erinnert dich nicht auch an ein Tropenparadies? Lass dich treiben, yo. Hä, wir haben 2 Briefe und keinen, der diesen Scheißbrief nehmen will. Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Da vorne war jetzt keiner mehr, oder? Meinst du, dass er da drin ist?
Willkommen im Toadhaus. Unser Slogan lautet: erfrische Körper und Geist. Möchtest du ein Schläfchen machen? Nein. Besuche uns bald wieder. Ah, natürlich, Idioten. Du bist doch Kuba, oder? Mein Name ist Parakari. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben unser Abenteuer verkürzt. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Einen Moment. Und wieder wurde ein Brief. Hey, danke, Herr. Du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ich wollte gerade selbst einen Brief aufgeben. Oh nein, ich schon wieder. Ein Brief für Muff T. Ja, Mann, ey, ich könnte trotzen. Ja. Ich glaube, das ist, wie heißt der, Moose Tea oder so? Nein. Aber schauen wir mal. Meinst du, dass der tot ist? So, die haben diese komischen Namen schon gern. Mosty und Blati und Booty. Ich glaube, das ist hier auch ein. Nein, das ist ein Kopper hier. Das ist schon ein geiler Song. Hat sich deine Sternensplitter gelohnt. Die wir jetzt halt ausgegeben haben. Ja. Du bist doch Morty, stimmt's? Mein Name ist Parakari, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für dich. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief. Ein Brief für mich. Oh, er ist von meiner Frau. Wie süß. Ich liebe sie so sehr. Puh. Oh, Verzeihung. Ich war ganz in den Brief versunken. Diese Frau, sie ist so lieb. Ich bin verrückt nach ihr. Danke, dass du mir so viel Freude gebracht hast. Nimm das als kleine Dankeschön. Ein Sternensplitter, Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Unsere ewige Questline ist leider immer noch offen. Die Questline, wir sind zum vierten Mal rennen wir irgendwo hin. War hier, achso, ich dachte schon, jetzt gibt's hier keine Ding, eine Röhre mehr. Das wäre kacke gewesen. Oh Gott. Hey, ja, die falschen Ding genommen. Falschen Fettdingsen. So, Tauthorn, gell? Wir sind zu. Ah! Ein Brief an Fischmail im Hafen von Tauthorn. Zu welchem Ding hin? Aber da gibt es noch einen anderen Weg. Nein, den gehen wir jetzt nicht. Wir machen seit anderthalb Stunden keinen Fortschritt in der Story. Dieser Penner! Ich gehe aber nicht nochmal, ich habe Angst vor ihm. Das wird alles. Na nein. Ich würde es halt aufteilen, dass wir wieder zurücktauschen, aber das würde uns jetzt halt 78 kosten. Das ist bestimmt Fischmail. Halt still, verfix mal, einen Haken in dir! Ja. Eine Person, die am Hafen angelt. Ah, das müssen Sie sein! Mein Name ist Parakari, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Jetzt kommt so ein Standard-Slogan. Hm? Was ist das denn beim Klabautermann? Das ist ja von Kuba. Muff T sagt, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie alle sind im Angelfieber. Zeit für einen Ausflug. Du sollst auch mitkommen, Mario. Ah, da fällt mir ein. Oh nein. Dem, naja, dem Cooper, der den Brief für mich gegeben hat. Cooper ist für seinen Namen. Ja, passt ja gut. Alter, wenn wir danach nicht einen richtig geilen Orden bekommen, dann wäre ich sauer. Ich kann kotzen.
Okay. Nach anderthalb Stunden, so eine kleine Trinkpause muss ja auch sein. So. Bitte war's, gell? Ah, nein. Brauche ich eine N64-Pad? Und dann, es gibt ja von Super Smash, gibt's ja diesen Adapter. Dann könnte man den anschließen. So, eine Kuba, du Penner, ey. Yeah, Kuba, Parakari hier. Ich hab deinen Brief. Einen Moment. Ja, er hat seinen Standard so weggelassen. Aber den hat er, das packt er natürlich wieder dran. Oh, danke, cool, er ist ja von meinem Kumpel. Das muss die Antwort auf meinen letzten Brief sein. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Ja, kannst du das für mich erledigen? Er geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Ja, da waren wir ja noch nicht, ne? Einen blauen Turban. Dann kriegst du mit, was ich noch alles mache. Ich stell nicht nur die Stimme. Ah! Quiz! Hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster Wim Quizmo! Willst du es versuchen? Nein. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Welche Farbe hatte die Hose des Goomba-Königs? Oh Gott. Oh Gott. Goomba-König. Rot und weiß bestimmt. Nee. Müssen wir raten. Oh Gott. Keine Ahnung, welche Farbe, ganz ehrlich. Keinen Schimmer. Blauer Turban, ach so, okay. Jawohl. Ich liebe diese Stadt. Es ist mir egal, wie hart das Leben in der Wüste ist. Es ist nirgends schöner als zu Hause. Ich wurde hier geboren und ich werde auch hier bleiben. Sie sind doch Mr. E, oder? Mein Name ist Parakari. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für Sie. Einen Moment. Und wieder wurde bla bla. Vielen Dank. Ich sieht aus wie ein Besteller aus Kopperhallen. Mein Job ist es hier, Lieferungen von staubtrockenen Vorposten auszumachen. Oh, der Kerl ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Hey, würde mir wohl den Gefallen tun und das nächste Mal in den verdammten Countdown. Mr. T. Überflüssig findest du eine Schwester von ihr. Vor dem Dojo. Dojo wollen wir sowieso hin. Oh Mann, ey, fickt's euch, Leute. Also wenn wir da nicht was Geiles kriegen, dann werde ich sauer. Wenn es ein Sternsplitter ist, dann könnt ihr den behalten. Diese Wichser, ey. Laufen hier 5000 Loki. Nein! Sagt der nicht, den ich mal einmal verteidigen konnte. Ich hab's aber schon geschafft. Live on tape. Kann man sogar nachschauen. Nicht nur einmal. Ich habe damit sogar Kämpfe gerettet, übrigens. Ja. Ich leg auf. Echt? Wo? DJ Fetter Zocker. Das klingt irgendwie schon nice. DJ Fetter Zocker, meinst du? Aber da geht's doch nicht. Ich möchte trotzdem gucken. Ey, Leute, wo geht's nochmal zum Dojo? Nach links, gell? Nein, zum Dojo, denn hier geht's zum Dojo. Doch, hier geht's zum Dojo. So, hier soll irgendwo die Schwester abhängen. Hier? Hey, denkt ihr nicht auch, dass in letzter Zeit immer weniger Sterne im Himmel stehen? Bei so wenig Sternen werden niemals alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Ja, absolut richtig. Glaubst du, Bowser hat eine Möglichkeit gefunden, unsere Sterne zu stehlen?
Oh nein, ich hoffe nicht. Ich habe so viele Wünsche. Am meisten wünsche ich mir coole Stiefel. Bitte gib mir coole Stiefel. Bitte gib mir coole Stiefel. Bitte gib mir coole Stiefel. Sonst wünsche ich mir nichts. Und einen Schuhschrank. Wir sollten die Schwester treffen, oder? Hä? So, jetzt schauen wir nochmal. Ich glaube, wir hätten, ich weiß, wo das Dojo ist, aber an Miss T, nahe des Dojos. Dieses Rätsel konnte ich auch noch nicht lösen. Wahrscheinlich lerne ich das noch. Vielleicht ist sie das. Mein Schatz scheint es wieder besser zu gehen. Vielleicht hat er erkannt, dass es nicht viel Sinn macht, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und zu trauern. Mein Schatz ist zwar ein bisschen schüchtern, aber er hat so ein gutes Herz. Es ist nur wohl an der Zeit, dass ich aufhöre, mich über das Verschwinden des Palastes zu mokieren. Meine Frau muss hart arbeiten, daher sollte ich was mit den Kindern unternehmen. Läuft bei ihm. Also zu Hause chillen könnte ich nicht. Naja, Pilze ernähren sich wahrscheinlich auch anders. So, jetzt sehe ich hier nur noch die einzigste Möglichkeit. Hier vielleicht. Ah, da war der Professor. Stimmt. Doch, funktioniert bestimmt. Über WLAN. Bitteschön. Ah, nein, nein. Nein, nein, nein. Warte. Wir müssen anderen die Jungen aussuchen. Der ist ja kacke. Ja, das ist der einzige, den wir nicht gelevelt haben. Nein, wir nehmen Gombaro, damit wir scannen können. Nein, jetzt hast du Pech gehabt. Ah, Mario, willkommen im Dojo. Was führt dich heute zu uns? Versuchen. Wir wollen versuchen. Sehr schön. Du darfst gerne unserem Training beiwohnen. Hä? Geht man mit dem? Ein weiser Kämpfer weiß, dass es manchmal die beste Taktik ist, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht feige, vor einem Gegner davonzulaufen, der weit überlegen ist. Da wirst du immer wieder auf Gegner treffen, vor denen du nicht davonlaufen kannst, sobald der Kampf begonnen hat. Weißt du, kennst du begonnen? Einen Kampf begonnen hat. Stelle ich ihnen voller Mut. Im Kampf musst du viele verschiedene Taktiken anwenden. Ein guter Kämpfer setzt nicht ständig dieselbe Attacke ein. Jeder Gegner hat bestimmte Schwachpunkte. Manchmal musst du deinen Körper einsetzen, manchmal deine Ausrüstung. Aber immer musst du deinen Verstand einsetzen. Das weise Worte. Manchmal wird es dich überraschen, was alles Rücken zeigen kann. Ja, mach weiter. Sehr schön, es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Oh, Alter. Deswegen ist Scanner so wichtig. Alter, möge der Kampf beginnen. Deswegen war wichtig. Z. Erstmal scannen, bevor du irgendwas machst. Nicht das Z. Nein. Was hast du jetzt gemacht? Alter, du hast das Handbuch aufgerufen. B. Wahnsinn, ey. Jetzt hätten wir fast alles nochmal neu machen dürfen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, weil es abgekackt ist. So. Okay, da müssen wir mal kurz hier das Akkuchen anschließen, damit wir... Ich habe jetzt Herzinfarkt bekommen, dann wären 2 Stunden umsonst gewesen. Aber Gott sei Dank haben wir nochmal gespeichert.
Wann? So, ja, gute Frage, wann wir gespeichert haben. Wir haben vor einer Stunde gespeichert. Boah, ey, schockst mich. Wir haben das letzte Mal gespeichert, wo wir eine Wüste waren. So, pff. Alter, Alter, Alter. Ja, tun wir jetzt gleich mal einen Speicherpunkt erstellen. Nein! Scheiße. Worst case. Sehr gut.